An diesem kurzen Video will ich euch weisen, wie ihr auf seinem iPad oder um iPhone könnt den Bildschirm abholen, so wie dieses Video gerade erzeugt ist. Eigentlich braucht ihr just, ob ihr im iPad oder iPhone von oben rechts ein Kehr hoch zu scrollen, da ihr diesen Menü kriegt. Von oben rechts diagonal Richtung mit dem Empfänger zeigen, da kriegt ihr dieses Menü und ihr seht innen rechts als ein weiß Kost mit einem roten Punkt dran. Das wie ich gerade im Moment nur abholen. Wenn ihr das direkt bei euch probiert, ist diesen Feature höchstwahrscheinlich nicht dargestellt. Den muss man also als erstes mal erstellen. Dafür gehen wir zurück und den Hauptmenü vom iPad oder iPhone und wir gehen an Settings. Settings, das ist die App, die hier auf meinem Bildschirm an der ersten Reihe an der Mitte steht. Bei den Settings könnt ihr euren iPad oder iPhone konfigurieren. Darstellung muss er am Control Center machen. Meine Erstellung also auf Englisch, von dir ein Deutsch oder Französisch wird, aus dem natürlich ein bisschen ähnlich. Customize Controls. Genau hier kann ich erstellen, wie ein Apps an dem Menü zugewiesen gehen. Und ihr seht bei mir, aus dem Screen Recording, aus dem oben an der Lust, bei ihr schwer den hier innen sehen. Ich kann also hier auch rausholen, da seht ihr, los bei mir hier an der drittletzten Position an der Lust, wo ein Mädchen weiß, bei ihr schon fällt stehen. Ihr könnt also hier das Screen Recording herupholen. Ihr könnt auch hier Stopwatch oder einer QR-Code-Reader, alles die Apps hier, könnt ihr an dem Menü oben herupholen. Mehr sind nicht. Und da könnt ihr schon rausgehen, auf der Diagonal von oben rechts und mit sieht, voilà, da müsst ihr diesen Punkt dabei sein. Bei mir seht ihr auch ein paar andere Apps, die ich schon dahinter gezogen habe. Wenn ihr auf den roten Punkt klickt, das kann ich leider nicht machen, weil sonst stoppt mein Videoaufnahme. Am Prinzip startet dann ein Countdown, die hat dann 3 Sekunden Zeit und ab dann wird abgeholt. Wenn ihr den Punkt bis mir lang gedreht hält, das ist nämlich dann die Antwort auf die Frage, wie ihr den Ton abholen könnt. Die hält also auf den Punkt, der rot liegt, muss am Empfänger bis mir lang gedreht drauf halten und da klappt ein größeres Menü ab. An dem Menü könnt ihr innen auch das Mikro erschalten und dann ist es so wie bei mir an dieser Qualität eben, wo den Ton abgeholt wird von der Ambiance von außen. Wenn ihr fertig seid, braucht ihr just hier oben rechts, da wo meine Batterie ist, respektive der Wi-Fi-Status angewiesen wird. Oben rechts seht ihr den roten kleinen Banner, das weist man, dass der Moment gerade abgeholt wird. Da braucht ihr just einfach drauf zu klicken und schon stoppt euer Video und ihr geht automatisch bei den Fotos hin kopiert. Viel Spaß!